Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und heute ist Freitag, der Tag vor Samstag. Morgen bringe ich den PC, den ich verlost habe in meinem Stream, zu TH Bratwurst nach Thüringen. Ich habe ja gesagt, egal was es kostet, ich bringe den PC auf jeden Fall persönlich vorbei. Jetzt ist es Thüringen geworden. Ist ein bisschen weiter weg von mir, 5 bis 6 Autobahnstunden, und ich zeige euch jetzt mal mein Auto und dann werden wir sehen, ob dieses Auto dazu gemacht ist, um diese ganze Strecke nach Thüringen zu fahren. Ich drehe jetzt einmal kurz die Kamera. Da steht es, das gute Auto. Geht's hier einfach mal über die Straße. Das hier ist das Auto, was Laura und ich uns geholt haben zu ihrem Führerschein. Jetzt mal kurz gucken, ob ich hier den Schlüssel finde. Ihr seht mich hier übrigens in der Scheibe, wie ich mich filme. Es ist arschkalt draußen. Und wir schließen das Ganze mal auf hier. So. Und zack. Nichts von wegen Lamborghini, nichts von wegen Gärtner. Das ist die bittere Realität. Ich guck mal, ob ich hier euch ganz kurz... Fähre 171.000 Kilometer. Also, mit dem Auto möchte ich ehrlich gesagt nicht nach Thüringen fahren. So, ich guck mal, ob ich hier mal wieder die Drehung reinbekomme. So, jetzt bin ich wieder da. Hallo, hallo, hallo. Also, jetzt seht ihr auch jede meine ekligen Poren. So, da ist die Kamera. Ich werfe jetzt das Auto an. Ich werde jetzt nach Ratzeburg fahren und dieses Auto tauschen. Meine Eltern sind so freundlich und leihen mir ihr Auto. Und ich hoffe, dass wir dann ein bisschen mehr Spaß auf der Autobahn haben werden. Nachdem wir jetzt hier fertig sind und ich hier einen netten Kaffee von meinen Eltern bekommen habe, werde ich mich noch einmal jetzt hier von den Hunden verabschieden und noch einmal hier das Sprechungsgeld raushauen. Immer wenn ich hier bin, muss ich mich hier natürlich auch einschneiden. Ich war früher der Junge mit dem Schnitzel um den Hals, damit wenigstens die Hunde mit mir spielen. Das hat jetzt für die Kamera ja hervorragend geklappt. So, nachdem wir jetzt hier fertig sind, kriege ich jetzt tatsächlich von meinen Eltern das Auto geliehen. Du darfst nicht mit. Hör mal hier. Sitz. Fein. Und bleib. Ist das erzwungen? Komm jetzt wieder. Ei! Ei. Du Mutti. Das alte Auto lassen wir jetzt hinter uns. Der Hund hat auch Bock mitzukommen. Emma. Das ist übrigens die Stimme von meiner Mutter. Emma, hier. Rein. So, haben wir's? Das ist ja richtig gut. Komm jetzt. Ja. Emma, hier. Ja. So.
das ist jetzt das Auto, mit dem wir fahren. Und meine Mutter, weil sie Angst hat, dass wir auf der Autobahn erfrieren, hat sie uns hier sogar noch eine Wolldecke, was zu trinken und was zu essen, was sie nicht mehr haben möchte, mit reingegeben. Aber bevor es jetzt dann tatsächlich morgen losgeht, werden wir jetzt noch mal eine Runde zu Saturn drehen, weil ich schon telefonisch Kontakt hatte mit demjenigen, den wir morgen dann mit dem PC überraschen, beziehungsweise der schon weiß, dass er den PC kriegt, aber den wir dann morgen besuchen werden. Und da müssen wir jetzt noch eine Kleinigkeit von Saturn holen, weil ich so ein bisschen was über seine Lebensumstände schon erfahren habe und wir ihm noch eine kleine Freude zusätzlich machen wollen. Also werden wir uns jetzt noch gemeinsam in die Stadt bewegen und ja, dann geht's los. Ja Leute, wir sind jetzt hier in Oststeinbeck in der Nähe von Billstedt und ich werde jetzt ganz kurz reinlaufen zum Mediamarkt, um quasi noch die Sachen, die ich ja angesprochen hatte, zu besorgen. Dahinter im Hintergrund von mir seht ihr Mediamarkt. Also da werden wir jetzt reinlaufen und mal schauen, ob die die Sachen haben, die ich brauche für unseren Gewinner. So, einkaufen war ich jetzt auch. Kann also auch den Haken auf meine To-Do-Liste für heute setzen von meiner Verlobten. Und ich war bei Mediamarkt drin. Schauen wir mal ganz kurz, was wir denn noch so mitbringen. Als allererstes habe ich hier die brandneue Version der Logitech G502. Die ganze heißt jetzt Hero, früher hieß sie ProToys. Die Sensoren sind ein bisschen überarbeitet worden. Also das gibt's noch on top. Und weil ich ja auch versprochen hatte, beziehungsweise weil ich gesagt habe, dass ich die Festplatten rausnehme und ich erfahren habe, dass der Gute keine SSD-Festplatte hat, habe ich jetzt hier noch eine Samsung 860 Evo. Sind jetzt 250 GB. Ich denke, das wird erstmal ausreichen, um Betriebssystem und World of Tanks drauf zu packen. Das beides gibt es noch on top für unseren glücklichen Gewinner. Und ich werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen. Der Stream wartet. Ich verabschiede mich jetzt von euch und wir sehen uns dann morgen, wenn es losgeht, nach Thüringen. Also, bis gleich. Heute ist es soweit. Es ist Samstag, der 2.2., richtig, oder? Ja. Heute ist Samstag, der 2.2. Also, wir fahren jetzt heute los nach Thüringen. Das Paket wegbringen, beziehungsweise den PC wegbringen. Hier liegt das Mini-Teil schon eingetütet. Ich habe ihn sogar extra noch mal sauber gemacht, weil ja viele gesagt haben, nö, Raucher-PC, bla bla bla. Also, ich habe ihn noch mal extra sauber gemacht. Und Laura hat für uns hier alles vorbereitet. Wir haben was zu trinken. Wir haben Tee. Wir haben Kaffee, hier ist auch noch Kaffee. Dann haben wir eine Kühltüte, weil der gute Bratwurst uns versprochen hat, dass er uns frische Bratwürste mit auf den Heimweg gibt. Und hier hinten, ja, auf jeden Fall noch das Wichtigste, die beiden Überraschungssachen, die Maus, die Festplatte, dann noch ein bisschen Werkzeug, um das dann vor Ort gleich einbauen zu können. Also ihr seht, 7 Uhr in der Früh, wir sind auf jeden Fall startklar. Es ist wie immer arschkalt. Gutes, beschissenes Hamburger Wetter und wir machen uns jetzt auf den Weg, noch kurz tanken und dann geht's los.
kleinen Abstecher gemacht. Das ist noch nicht Thea Bratwurst, den wir dann gleich den PC übergeben, sondern wir sind bei Enrico, alias Echter Nordhäuser. Hallo. Kennt der eine oder andere vielleicht auch aus dem Stream. Wir sind hier in seiner eigenen Kantine in Nordhausen. Also in Nordhausen ist ja bekannt durch die Brauerei Echter Nordhäuser. Daher richtig. Kommt auch dein Name. Genau. Ne? So, und wir haben jetzt gedacht, dadurch, dass wir uns schon zweimal jetzt auf dem Weihnachtsmarkt getroffen haben bei mir in Hamburg und wir sowieso hier durch Nordhausen durchgefahren sind, wollten wir mal ganz kurz Hallo sagen an der Stelle. Hallo. Hallo. So. Jetzt müssen wir auch wieder gehen können. Mitten durch den Thüringer Wald gefahren. Leider bin ich dabei auch noch geblitzt worden, auf so einem kleinen Stück, wo es einfach super steil bergunter ging. Das Auto ausgerollt ist. Mal gucken, ob das einen Punkt gibt. Ich glaube, ich war 20 km/h zu schnell, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt sind wir in 800 Metern da. Ich bin gespannt und melde mich dann gleich wieder, wenn wir dann den glücklichen Gewinner endlich kennenlernen. Bis gleich. So, wir stehen jetzt hier im Wohnzimmer bei Bratwurst alias Axel. Das ist der glückliche Gewinner, der den PC von mir jetzt bekommen hat. Wir haben es tatsächlich jetzt nach, wie lange waren wir jetzt unterwegs? Ungefähr 9 Stunden nach Thüringen geschafft. Ihr habt das ja gerade schon im Video auch gesehen, wie die Wetterverhältnisse waren, wie die Straßenverhältnisse waren. Ziemlich viel Schnee. Ich muss euch auch mal ganz kurz nach draußen zeigen, dass hier doch ordentlich viel Schnee liegt. Stark, Schatz, du wirst noch zu einem richtigen Kameramann. So. Das ist wie gesagt der Rechner, da ist jetzt keine Festplatte drin und weil ich gehört habe, dass du keine SSD-Festplatte hast, habe ich dir eine, das ist jetzt eine 250 GB SSD 860 Euro, die können wir gleich noch zusammen einbauen und ich habe noch mitgebracht eine Logitech G502 Gaming Maus, die gleiche, die ich auch benutze. Das gibt es noch am Kopf von mir und wie gesagt, dann müssen wir gleich noch zusehen, dass wir irgendwie deine alte Festplatte vielleicht jemand einbauen oder dass du vielleicht Windows 9 installierst, auf jeden Fall. Ich hoffe, du freust dich. Ich freue mich total. Der Weg war scheiße, aber ich habe es versprochen, dass ich hierher fahre. Wir sind auch, wie gesagt, immer falsch gefahren. Wir hätten eigentlich Autobahn fahren können, sind jetzt mitten durch den Thüringer Wald. Das war natürlich noch so ein bisschen, wir sind jetzt gerade fast 2 Leute noch reingefahren. Ja, das ist die Übergabe. Ja, willst du dich noch ganz kurz vorstellen, wer du bist? Danke, danke, danke. Ich bin der Axel. Ich komme aus Thüringen, wie ihr alle wisst, aus der Nähe von Schleusingen. Bin schon ein paar Tage alt, wie ihr sehen könnt, und freue mich total über diesen Rechner, weil ich bisher noch nie so ein Wahnsinnsding besessen habe und bin einfach nur glücklich, mal sowas gewonnen haben zu dürfen. Also an alle, ich bin nicht der beste Gamer, das habt ihr bestimmt in meinen Sets gesehen, aber was soll's, jetzt kann ich es ja vielleicht werden. Aber was, diesen wunderschönen Rechner. Machst du hier nochmal was, was dich schon mal mega sympathisch macht? Kann ich hier mal ganz kurz rumgehen? Ja. Schatz, können wir einmal kurz den Küchenstuhl da hinten? So habe ich auch angefangen mit Zocken, auf dem Küchenstuhl. Und das ist jetzt hier, wenn ich richtig annehme. Das ist die Maschine. Das ist die Maschine.
Intel i5. Ja, da geht was. Ja. Also ich denke, der Axel kann gut was mit dem Rechner anfangen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Steigerung zu dem PC, den er jetzt da stehen hat. Und wie gesagt, ja, er zockt auch auf dem Küchenstuhl, das kann nur gut sein. Ich denke, dass er damit jede Menge Spaß haben wird. Hat er, wird er. So, jetzt kannst du ausmachen. So Leute, wir sind schon wieder auf dem Weg nach Hause. Es ist jetzt 18 Uhr und wir fahren hier gerade in den Tunnel Richtung Erfurt. Also wir sind gerade losgefahren. Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen kürzer gehalten. Also ihr habt jetzt nicht die ganze Unterhaltung mitbekommen im Video. Da ist sogar noch die ein oder andere Freudenträne geflossen. Also es hat uns mega gerührt, Laura und mich. Und ich glaube, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass der PC in die richtigen Hände gegangen ist. Für jemanden oder an jemanden, der den wirklich richtig gut gebrauchen kann. Die haben uns noch auf echte Thüringer Bratwurst eingeladen. Also auch nochmal hier an der Stelle an dich, TH Bratwurst. Fettes Dankeschön. War richtig, richtig lecker. Wir waren jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden da, dann mussten wir jetzt leider schon wieder aufbrechen, weil wir jetzt nochmal einen ganzen, ich denke so 500 Kilometer, wenn ich jetzt ganz kurz so mal gucke, ungefähr 500 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns. Es ist 18 Uhr, also wenn wir gegen 23 Uhr zu Hause sind, dann war das ein Tag auf der Autobahn, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die 16-jährige Tochter hat sich auch für ihren Papa richtig doll gefreut. An der Stelle nochmal an diejenigen, die jetzt zuschauen. Die Tochter hat derzeit versucht, die möchte gerne ICE-Lokführer werden bei der Deutschen Bahn und hat auch schon eine Bewerbung geschrieben, die wurde leider abgelehnt. Jetzt bin ich mal einfach so kackendreist und frag jemanden von euch, ob er vielleicht einen Bekannten oder vielleicht selber bei der Deutschen Bahn arbeitet und da das Vitamin B vielleicht irgendwie nutzen könnte, um der Tochter einen Ausbildungsplatz als Lokführer vielleicht möglich zu machen. Am liebsten so im Raum Nürnberg-Würzburg, aber die Tochter hat schon gleich gesagt, dass sie auch deutschlandweit bereit wäre, wenn sie so einen Ausbildungsplatz bekommen könnte, zu reisen. Also, wie gesagt, das hat jetzt hier vielleicht nicht so viel mit der PC-Übergabe zu tun, aber wenn irgendjemand von euch da vielleicht jemanden kennt oder selber vielleicht bei der Deutschen Bahn da Entscheidungsbefugnisse hat, dann würde ich mich riesig über ein Feedback freuen oder über ein persönliches Gespräch. Ansonsten, wie gesagt, machen wir uns jetzt auf den Weg nach Hause. Gesättigt sind wir. Wir haben ja, wie gesagt, was Leckeres zu essen bekommen und ich denke, dass ich jetzt auch kein Video heute mehr machen werde. Vielleicht noch einmal kurz, wenn wir heile zu Hause angekommen sind. Aber wenn wir nicht heile zu Hause ankommen, dann werdet ihr das ja eh nie sehen. Also, ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick in unseren Roadtrip und unseren Tag auf der Autobahn bekommen. Ihr habt Enrico kennengelernt. Nochmal auch dickes Dankeschön an Enrico für den leckeren Kaffee. Hat mich wahnsinnig gefreut, dich mal wieder zu treffen. Und ansonsten noch viel Spaß euch.